Hallo Leute, gestern habe ich ein unglaubliches Weinerlebnis gehabt und an dem will ich euch einfach teilhaben lassen. Sowas müsst ihr selbst einmal erleben. Gestern kam der neue Jahrgang vom LR an, so heißt der Wein, benannt nach Luis Reifer. Er kommt von dem Weingut Colterenzio oder Schreckbischel, wie das auf Südtirolerisch heißt. Und es ist einer der besten Weißweine, die ich in diesem Jahr verkostet habe. Das Erlebnis, das war so gigantisch, so mega gut, das war so berührend, so, das brennt sich so auf der Festplatte ein, wie nur die ganz wichtigen Entscheidungen im Leben oder die ganz wichtigen Erlebnisse im Leben. Beispielsweise der erste Kuss oder wenn man geheiratet hat oder das bei der Geburt des Kindes dabei war oder zum ersten Mal den Weinversteher gesehen hat. Deswegen will ich euch ein bisschen über diesen Wein erzählen und euch diesen Wein näher bringen, ihn erklären, erläutern, damit auch ihr ihn vielleicht einmal versteht. Und das Beste, Leute, das kommt überhaupt erst zum Schluss, aber da müsst ihr das Video erstmal bis zu Ende gucken. Also, der kommt schon mal in einer super schicken Verpackung. Verpackung, einmal ein gebrandeter Karton, ja, und dann muss man diesen Karton öffnen. Na, das muss ich jetzt einmal versuchen hinzubringen, ist gar nicht so einfach. Warum geht er jetzt so schlecht raus? Okay, also, und darin ist eine mega schöne Flasche. Die Flasche ist eine besondere Flasche, denn es ist ein besonderer Wein. Natürlich kostet er auch ein bisschen Geld, ja, aber dieser LR ist der Topwein, das Flaggschiff des Hauses Colterenzio. Wunderschön verpackt, eingehüllt in ein Drahtgeflecht von feinsten kleinen Verbindungen. Und man muss quasi erst einmal die Flasche ausziehen. Das ist so, ja, ein bisschen wie mit dem Liebling zu Hause, ja, den muss man ja auch erstmal vorbereiten, bevor er sich einem so ganz erschließt. Und man zieht also dieses Drahtgeflecht hier einfach ab. Bevor ich jetzt aber den Korken hier rausreiße, muss ich euch erst ein bisschen Informationen zum Weingut bzw. auch zum Namen bzw. auch zum Wein geben. LR, hatte ich eingangs erwähnt, ist die Abkürzung für Luis Reifer. Das war derjenige, der in den 70er Jahren im Prinzip dafür gesorgt hat, dass Südtirol wieder in die Wahrnehmung der Weinliebhaber gekommen ist. Denn er hat eine Qualitätslokomotive ins Rollen gebracht, die bis heute in hohem Tempo Fortschritte macht, Maßstäbe setzt, und Südtiroler Weine haben inzwischen eine Klasse erreicht, die sich mit der Weltelite messen kann. Und dieser Luis Reifer ist so ein, ja, ein typischer Südtiroler, so ein bisschen, ja, hart und stur und ja, hat seinen eigenen Kopf. Und ich glaube, das ist auch notwendig gewesen, um damals die Winzer alle hinter sich zu scharen und sie auf Qualität zu trimmen, ihnen beizubringen, was sie im Weinberg besser machen müssen, damit sie gute, gesunde und reife Trauben abliefern. Und diesem Mann ist wirklich der Ruf, nicht nur der Kellerei Schreckbischel oder Colterenzio zu verdanken, den sie heute hat, sondern überhaupt dem Südtiroler Wein im Allgemeinen. Also, LR hat man gesagt, wir machen einen Spitzenwein für unseren Luis Reifer. Und den gibt es erst im dritten Jahrgang, 2011, 2012, 2013. Wahrscheinlich wird es ihn 2014 nicht geben. Und ist ein besonderer Wein. Er wird auf eine besondere Weise sogar gemacht. Er besteht erstmal aus 4 verschiedenen Rebsorten. Einmal Chardonnay, einmal Weißburgunder, einmal Sauvignon Blanc und einmal Gewürztraminer. Wer jetzt die Kellerei Schreckbischel kennt, weiß, genau mit diesen 4 Rebsorten haben die sich schon einen hervorragenden Namen erworben. Einmal beispielsweise der Chardonnay Lafort und der Sauvignon Lafort gehören zu den Spitzenweinen Südtirols und setzen Maßstäbe bei diesen Rebsorten. Lafort ist ein besonderer Weinberg, auch eine ganz schicke Verpackung, so mit einem Jugendstil-Etikett von Gustav Klimt. Und das sieht richtig schick aus und hat Klasse, hat Rasse und ist bezahlbar.
Genauso ist es auch mit dem Gewürztraminer, der kommt ebenfalls aus der Lage Lafroy. Und beim Weißburgunder, da ist der Fokus von Schreckbichl momentan ganz stark drauf. Beispielsweise war der Weißburgunder, der Pinot Bianco Weißhaus, also aus der Lage Weißhaus an Weißburgunder, war der erste italienische Weißwein ohne Barrique-Einfluss, der im Gambero Rosso die begehrten 3 Gläser erhalten hat. Also 4 Rebsorten aus 2 verschiedenen Lagen und die werden hochreif gelesen, im Barrique überwiegend vergoren, aber alle dann auch auf der Feinhefe im Barrique ausgebaut. Und das gibt einen Wein, der absolut betörend ist. Also der ging mir richtig nahe. Das hat mich richtig berührt. So, wir gießen uns einfach mal ein bisschen ein. Guter Tipp, nimmt ein großes Glas, weil dann kann sich der Wein viel besser entfalten. Der war ja, der 13er ist der jüngste Jahrgang, den es momentan gibt. Und der war ja erstmal 2 Jahre im Fass und dann noch 1 Jahr Flaschenreife, bevor er überhaupt freigegeben wurde. Und insofern braucht der Wein Luft. Das ist ein Wein, der auch reifen sollte. Der reifen, nicht nur reifen kann, sondern auch reifen sollte. Und trinkt ihn vor allen Dingen nicht so kühl, damit er sich wirklich im Glas entfalten kann und alle Aromen zur Geltung bringt. Man sieht auch schon am Korken hier, ja, da wird an nichts gespart. Da ist alles gerade mal das Beste gut genug. Und ja, ein kleiner Hinweis, der riecht fantastisch. Der hat eine super Härte, der Korken, eine Top-Qualität. Und das ist schon große Klasse. Wenn er jetzt am Wein schnuppert, dann bewegt ihn erstmal so ein bisschen im Glas, damit sich die Aromen im Glas entfalten können. Und dann riechen wir mal rein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier auf dem Video sehen kann, aber schon der Duft, da kriege ich Gänsehaut. Ja, das zieht sich hier hinten hoch, die Nackenhaare stellen sich. Das passiert mir nur bei absolut großartigen Weinen, bei Weltklasseweinen. Und was man riecht, ist erst einmal eine hochreife gelbe Frucht. Da sind Mirabellen drin, da ist Aprikosen drin, da ist so ein Hauch tropischer Frucht, so ein bisschen Ananas, Maracuja, Mango, total betörend, dieses Fruchtspiel. Aber es ist nicht nur einfach ein Fruchtsalat, das wäre zu profan, das wäre zu langweilig. Hinten dran ist dann nochmal so erdige Noten. Es ist eine Cremigkeit in dem Wein. Das erinnert so ein bisschen an Karamellbonbons. Aber der Wein wirkt nicht süßlich, sondern ja, der glänzt mit seiner Struktur und vor allen Dingen diese Tiefe und diese Komplexität des Bouquets machen ihn unglaublich spannend, attraktiv. Und man hat es gesehen, ja, nochmal kann ich es gerne wiederholen. Ich kann es überhaupt nicht steuern. Und da kommt schon diese Gänsehaut. Also das ist schon etwas, ich weiß nicht, ob das andere auch haben, aber bei mir funktioniert das zuverlässig, wenn ich einen großen Wein im Glas habe. Es ist ein saftiger, kraftvoller, dichter, komplexer und kompletter, aber kein komplizierter Wein. Erstmal mundfüllende Saftigkeit, mundfüllende Frucht. Aber gleichzeitig spürt man die Opulenz und doch eine Feinheit. Der Wein hat Anmut. Der Wein hat Tiefe. Nach dieser Frucht, die erstmal mundfüllend da ist und einen großartigen Körper hat, kommt hinten dran die Struktur des Holz. Das Holz ist super gut eingebunden. Natürlich hat man ein bisschen Röstaromatik mit dabei, natürlich hat man ein bisschen Vanille mit dabei, aber das Holz ist so diskret und fantastisch eingebunden, dass man es im ersten Augenblick gar nicht wahrnimmt, zumindest aromatisch nicht, strukturell natürlich schon. Und dann kommt
ein betörendes Spiel von Mineralität. Also das zeigt sofort reife Trauben aus einer großartigen Lage, aus großartigem Terroir. Alte Reben, weil sonst hätte man nie diesen Extrakt, das ist also ein extraktreicher Wein. Extrakt ist das, wenn jetzt die Flüssigkeit verdampfen würde, das, was man noch als Feststoffe drin hat. Und ich schätze mal, dass das also gut 25 Gramm, vielleicht sogar noch mehr Extrakt sind. Das ist ein super Wert für einen Weißwein, das ist ein super Wert. Aber analytisch gesehen ist das gar nicht wichtig. Geschmacklich gesehen ist halt das, was das Faszinierende ist. Und jetzt, der Wein schmeckt minutenlang nach, minutenlang. Also da kann man eigentlich die Stoppuhr stellen. Gestern Abend, als ich vor dem ins Bett gehen noch den letzten Schluck getrunken habe, da habe ich mir gesagt, also ich lag schon im Bett, habe ich mir gesagt, Zähneputzen fällt heute aus. Weil der schmeckt so lange nach, das muss man einfach jede Sekunde mitnehmen. Und das muss man sich überlegen. Man sieht, ich habe euch extra für heute noch ein bisschen was von der Flasche gestern übrig gelassen. Der schmeckt heute noch besser als gestern, was letzten Endes auch wieder seine Reife zeigt. Aber gestern habe ich mir ganz einfach gesagt, Menschenskinder, so großartig. Ich habe über 2 Stunden an diesem Wein getrunken und dabei nur 2 Gläser konsumiert. Warum das? Einmal, weil ich mit dem Wein Zwiesprache gehalten habe, weil ich mich mit dem Wein unterhalten habe, weil er mich fasziniert hat. Und ich brauche nur einen kleinen Schluck und er schmeckt ja so ewig lange nach. Das heißt, ich muss ja gar nicht permanent trinken. Ja, also das muss man auch bedenken. Klar kostet diese Flasche ja, fast 80 Euro, aber das ist extrem viel für einen Weißwein. Aber das, was dieser Wein bietet, ist viel, viel mehr als das, was er kostet. Und jetzt kommt der Knaller. Ich schenke euch eine Flasche. Wir verlosen eine Flasche an alle, die mitmachen, die dieses Video bei Facebook liken, einen guten Kommentar drunter schreiben oder eine Begründung, warum sie gerne diese Flasche haben. Unter denen verlosen wir eine Flasche gratis und damit auch noch mehr in den Genuss kommen, verschenken wir zudem 2 Eintrittskarten für ein Weinseminar hier bei uns in unserem Hause. Und ich freue mich auf eure Teilnahme, ich freue mich auf euer Mitmachen, ich freue mich auf eure Kommentare und ich verspreche euch, ich werde auch, wenn es irgendwie geht, jeden Kommentar auch nochmal mich dafür bedanken und auch meinen Senf nochmal darunter schreiben. Leute, macht mit und ich kann nur sagen, das ist wirklich ein mega guter Wein mit das Beste oder nicht mit das Beste, was ich in diesem Jahr verkostet habe. Und ich hebe mir ein paar Flaschen auf und kann euch sagen, in 10 Jahren habe ich wahrscheinlich noch genauso viel Spaß an diesem Wein wie heute. Und wer sich für großartige Weine begeistern kann, der sollte sich davon ein paar Flaschen in den Keller legen. Also, ciao, ciao.